Das gibt ein No-Make-up, das wirklich No-Make-up ist. Drei Produkte und jetzt geht's los. Hi, mein Name ist Ramona und ich freue mich total, dass du in meinem Video bist. Ich bin gespannt, wie es wird und ich hoffe, du bist auch gespannt. So sparsam war ich tatsächlich schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. Also wir nehmen den Illuminating Primer. Achtung, I show you something. Der sieht so aus. Ich habe jetzt mal eine ordentliche Portion genommen. Und den zaubern wir uns erstmal aufs Gesicht. Der sieht im ersten Moment aus, als hätte er irgendwie ein bisschen Deckkraft, aber irgendwie, also nicht wirklich. Sagen wir mal nicht wirklich. Es geht als No-Make-up auf jeden Fall durch. So, der gibt dir nur so einen richtig schönen Glow. Und hier oben noch ein bisschen. Und schützt tatsächlich auch deine Haut. Also gerade jetzt, wo es ist klirrend kalt hier bei uns. Es ist wirklich knatschig, klirrend kalt. Kannst du den richtig gut benutzen. Ich habe extra das Ringlicht auf Vollspeed gestellt, damit wir schimmern wie verrückt. Wenn dir das jetzt zu dolle ist mit dem Schimmer, wir lassen es erstmal einwirken. Und dann verrate ich dir, wenn es dir noch zu dolle ist, was du tun kannst, okay? So, dann werden die Augenbrauen gebürstet. Ne? Es reicht manchmal auch einfach, wenn man sie in Form bürstet. Zack. Um dass das schon ein bisschen nach was aussieht. Zack. So, jetzt Wimpern. Die dürfen tatsächlich gar nicht fehlen, gell? Also das ist das Minimum, das habe ich auch schon immer tatsächlich gemacht. Alles andere kam ja dann eher erst so vor 4,5 Jahren dazu. Aber Wimpern und getönte Tagescreme, das war mein Standardprogramm. Sagen wir mal Standardprogramm, ne? So, einmal hier. Hier ist übrigens nicht nur Tusche, sondern Primer, Serum und Tubing und Tusche. Ich glitzer überall, weil wir haben den Tannenbaum aufgestellt und manche Anhänger sind glitzerig. Ja, jetzt habe ich es halt überall. Auch schön, ne? Passt zum Primer. So, einmal umdrehen die Bürste, jetzt kommt der Tubing-Effekt. Da kann man sich ruhig Zeit lassen. Nicht, dass ich das sonst nie machen würde. Ich mache dann immer Pause hier, damit es euch nicht zu langweilig wird. Jetzt müsst ihr da durch, weil wir sind ja doch schon gleich fertig. Ich sag's dir, das ist heute am ersten Advent, den wir heute haben, ist das wundervoll. Und es ist tatsächlich ich bin immer mal hochkonzentriert und verliere den Faden. Warte mal kurz. Das ist tatsächlich auch mal was ganz anderes hier. Ne? Also zumindest für mich. Also ich habe schon immer mal den Hydra Primer, den wir früher hatten, den habe ich schon auch immer mal drauf gemacht, ohne Make-up und ohne alles. Aber hier diesen Illuminating, der ist halt eben neu und leider geil. Und ich finde, das sieht noch mal anders da aus, als wenn du so gar nichts auf dem Gesicht hast. Ne? Also ich finde, weiß ja nicht, wie du das siehst, aber als Nichtschminkerin, wenn du eine bist, würdest du den Primer so nehmen und ohne irgendwas drüber? Oder eher nicht so? Sag mal. So, und jetzt schnappst du dir eine Lippenmaske oder eine Lippenpflege oder was auch immer. Die hier sieht knatschrot aus, ist aber halb so wild. Das ist nichts Dolles. Ich nehme das auch mit dem Pinsel raus, weil ich bin halt... Ne? Ach Gott. Ja, ich bin jetzt so talentiert, deswegen nehme ich einen Pinsel und ras erstmal damit voll an den Zahn. Lecker! Wie gut! Das ist nach Passionsfrucht irgendwie so ein bisschen schmeckt. Ich nehme es lieber aus dem Deckel, da ist weniger drin. Kann man weniger Unfälle verursachen. Hier die Frau Kieser wieder, gelle. So, also ihr Schnuggels. Das ist ein bisschen Lippenmaske in Dings. Die gibt es auch in klar übrigens. Da kannst du die auch super über die Nacht, wenn du eine Rotznase hast, also eine richtige rote Nase, Wund, Grind, Aua, kannst du die super drauf machen. Und ich habe hier immer im Winter platzen mir die Finger ein bisschen auf. Und dann mache ich mir auch die drauf. Also die klare normalerweise. Aber so, ne? Weißt du, was ich meine? Einfach das bisschen, ja, nicht mehr so weh tut. So, und jetzt putzen wir das ab. Und das ist eigentlich schon der fertige Sonntagslook. Ja, guck mal, wie schön das schimmert. Und jetzt habe ich dir versprochen, wenn dir das zu viel schimmert oder einfach, ne, warte mal, ich drehe mal das Licht ein bisschen runter, dann siehst du es vielleicht. So, guck mal, wie schön das schimmert. Und wenn dir das jetzt zu viel Schimmer wäre, ne, und du möchtest nur so ein,
dann kannst du entweder ohne Abdeckung bleiben und das Transparentpuder punktuell drüber machen. Oder wenn du ein bisschen Abdeckung haben wollen würdest, dann nimmst du das Puder und Pflege einfach ein bisschen drüber. Aber ich finde, also selbst da, siehst du, wo ich drüber gegangen bin, ist es immer noch schön glowy. Also ich liebe den sehr. Ne? Wie findest du es? Das ist tatsächlich jetzt nur 3 Produkte und fertig. Und ich finde, es ist auch mal geil. Also ich mag das sehr mit dem ich finde das so, das ist so, ich kann das gar nicht beschreiben, wie ich das finde. Wie findest du es? Schreib es mal in die Kommentare. Lass mir gerne ein Herz da und hab einen wundervollen ersten Advent. Tschüss!